Alexa, frage Eierkocher nach der Anleitung. Zuallererst wird Wasser aufgesetzt und zum Kochen gebracht. In der Zwischenzeit kann man die Eier anpiksen, damit sie später nicht platzen. Sobald das Wasser kocht und man die Eier ins Wasser legt, zählt noch nicht die Zeit, sondern erst, wenn das Wasser wieder kocht. Nach dem Kochen die Eier gut abschrecken mit kaltem Wasser, bis sich die Schale kalt anfühlt. Möchtest du weitere Hinweise zum Eierkochen haben? Sage weitere Hinweise oder wie kocht man ein perfektes Frühstücksei? Oder zum Beenden sage nein. Nein. Bis bald.